schöne Nachrichten. Wir haben ganz schön viel Kohle. Aber ich will die Kohle mal aufbewahren, alleine nur wegen der Plasmawaffen. Wir speichern hier im Geoscape. 53 Mal gespeichert bis jetzt. Spielst du auf PC, genau. Wir spielen das Spiel auf PC. Die Tatsache, dass wir einem weiter... Ich wollte gerade irgendwas sagen. Informationen. Wir haben, glaube ich, nichts zu tun, ne? Machen wir das. Berechnet neuen Kurs. Wir haben ja eh nichts zu tun. So, wir müssen 5 Tage warten wegen den Plasmawaffen. Oh nein, wieder einer mehr. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja, ich weiß, ich will doch dahin. Ich will dahin. Ich will die Mission sehen, unbedingt. Informationen. Sammeln wir. Commander, die Aliens lassen nicht nach. Sie betreiben bereits mehrere Einrichtungen auf der ganzen Welt. Uns läuft die Zeit davon. Na, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr, wa? Okay, da kommen wir nicht hin. Da brauchen wir 1, 2 Kontakte. Also, die Kommunikationsanlage, müsste die schon fertig sein? Muss ich euch besetzen mit dem Ingenieur, ne? So, ich glaube, wir haben eine Kommandoanlage noch. Wir haben hier eines nicht besetzt. Oder? Was ist das für ein Zeichen? Das ist die Schule. Okay. Das ist eine Kommandoanlage. Wir haben nämlich 2 davon. Ich bin mir ganz sicher, dass wir 2 haben. Das ist eine Kommandoanlage. So, er hat es hier gezeigt. Da drunter heute mal gezeigt. Okay, wenn wir hier jemanden reinpacken, dann haben wir genug. Aber sind alle beschäftigt gerade. Einer wird für Strom benötigt. Das ist natürlich Mist. Ja. Können wir nur abwarten. Ich hoffe, dass die Quest hier, sobald wir da reingehen, dass wir damit das Avatar-Projekt zurücksetzen können. Hier. Hiermit. Sehen wir dann. Wir müssen warten. 3 Tage, bis Plasmawaffen fertig sind. Ja, haben wir Informationen. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. So, Forschungsprojekt. Die Aliens sind sicher nicht erfreut, wenn sie herausfinden, dass wir Energiewaffen wie ihre haben. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Plasma. So, Plasmagewehr zur Fertigung verfügbar, Strahlenpistole zur Fertigung verfügbar. Neue Forschung, Strahlenkanone, Plasmalanze. Das wird wahrscheinlich das. Plasmalanze wird wahrscheinlich die Version sein fürs Gewehr. Strahlenkanone, Sturmkanone. Sturmkanone wird für Dings sein, für den Ranger. Ja, aber forschen will ich jetzt nicht mehr. Es reicht mir, wenn ich die herstelle, die Plasmagewehre und die Strahlenpistole. Ja, ja. Baumbar. Neue Forschung wählen. Wir können es ja trotzdem schon mal auswählen. Ich finde es wichtig, dass wir auf jeden Fall die Strahlenkanone haben. Die Sturmkanone. Nee, Strahlenkanone. Die ist für die Gunner. Würde ich ganz stark annehmen. Stimmt, oder? Für die Grenadiere? Kann ich jetzt hier nicht rauslesen. 5 Tage. Aber wir, erwartet, dass Sie wir warten keine 5 Tage mehr. Anräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Plasmalanze. Ja, es kann auch eine Nahkampfwaffe sein, hast du recht. Momentan haben wir, glaube ich, Fusion. Ja, hast du recht, es kann die Tatsache, dass wir trotz aller Bemühungen die Ranger sein. Uns den Zugriff aufs Advent-Netzwerk zu verwehren, einen Satz an Koordinaten extrahieren konnten, die auf ein sonst unbewohntes Gebiet verweisen, weckt meinen Ehrgeiz. Die Aliens halten uns auf Trab, so oder so. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. So, mit diesen Waffen sollte man eigentlich in der Lage sein, das zu schaffen, ja. Ich würde sogar sagen, wir sind sogar vielleicht overpowered, aber aktuell sind die Aliens so stark geworden. All diese Menschen. Das passt. Millionen so, Leute. Wir gehen gleich die Mission an. Wir gucken nochmal unsere Truppstärke an.
Wir haben 3 verwundete Soldaten. Sie lauter als unsere und sie haben in ihren Stadtzentren gewiss mehr zu bieten als wir da draußen. Es darf sieht gut aus. Auf keinen Fall so weitergehen, egal zu welchem Preis. Ich gehe ein letztes Mal auf Klo, und danach gehen wir den letzten Auftrag an. Wie spät haben wir's? 1 Stunde hätte ich noch, bis 24 Stunden. Kann sein, dass es 1 Stunde dauert. Letztes Mal gehe ich auf Klo, bis gleich. Dann geht's los. Ich erinnere mich noch in XCOM, das erste Mal, wenn du auf Impossible eine Alien-Base angreifst. Alter Schwede, das waren teilweise 2 Stunden Missionen. Da hast du wirklich lang gehockt. Ming Li Deutsch, Hans-Peter Britisch, what the fuck. Ja, das sind unsere Wunschsoldaten hier. Fallout, da Snowman, Kroko, Texor, Victor, Taube, Dalak, X-Drake, Crash. Sind alles Chatter aus. Alles Chatter. Hier aus dem Chat. Alles Zuschauer. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Speichern noch einmal vorher. Nicht, dass es dann herausstellt. Absoluter Fail. Können wir gar nicht schaffen. Ab geht's. Ich bin gespannt, was hier abgeht. Steht zumindest nicht, ob es schwer ist oder so. Setze Kurs auf die osteuropäische Zone. Weiß nur, wir müssen uns beeilen. Wir haben nur noch 3 kleine Kästchen. Wir sollten nur die Creme de la Creme mitnehmen. Und vor allem ein gutes Setup. 3 Ranger sind zu viel. Ihr seht schon hier die Plasmawaffen. Ich überlege, ob wir auf einen Sniper verzichten. Ich glaube, wir verzichten das erste Mal auf Fallouter. Fallouter. Ist nur schwer. Ist nicht sehr schwer, ist nur schwer. Ja, wir nehmen Crash mit. Könnte man die Waffe ändern? In einem Plasmagewehr? Nein. Schade. Nicht für Grenadier gedacht. Das ändern wir um. Flammenwerfer. So, wir haben einmal Oh Shit, zweimal Oh Shit haben wir dabei. Eigentlich sind wir top für Nahkampf, ne? Für Nahkampf ist es top. Ja, wir müssen bedenken, ne? Der Gunner macht momentan mit seiner Gun nicht mehr so viel Schaden, aber er hier schon. Andersrum macht ein Gunner sehr viel Schaden gegen gepanzerte Ziele. Dürfen wir das nicht außer Acht lassen. Aber ich glaube, das schaffen wir so. Das ist ein gutes Nahkampfteam hier. Aber keiner hat ein Medipack. Nicht ein einziger. Und ich glaube, Taube ist aggressiv drauf. Die heilt nicht. Aber er hier vielleicht. Koko ist ein Heiler, ja, Koko ist ein Heiler. Dann machen wir das so. Dann nehmen wir hier als Ersatz noch Taube mit einem Medipack. Jetzt passt's. Ja. Los geht's. Beanweasel, ich grüße dich.
Ja, wir haben nicht mehr viel Möglichkeiten. Wir hatten noch 3 Scharfschützen. Alles läuft nach Plan. Ich würde sagen, wenn wir jetzt die sowas angreifen, brauchen wir keinen Scharfschützen. Diese Schmiede ist wahrscheinlich eine Produktionsstätte der Aliens und hat wohl etwas mit dem Zeug zu tun, das wir in der Geheimeinrichtung gefunden haben. Advent und die Aliens werden nicht erfreut sein, uns zu sehen. Also rechnen sie mit schwerem Widerstand. Wir müssen herausfinden, was da drin vor sich geht. Also Beanweasel, Giftschaden kenne ich nicht. Waffen bekommst. Also, ich habe Glück gehabt, ich konnte das abwehren, dass die Giftpatronen laden. Hatte mich dagegen entschieden, wollte das nicht. Menace 15, hier Avenger. Die Einrichtung ist in Reichweite. Untersuchen Sie. Okay, das ist also gar nicht irgendwie direkt in der Basis. Wir gehen also direkt erstmal rein. Er hätte sich doch ein Scharfschütze gelohnt. Wussten wir vorher nicht. Na gut, aber wir haben ja vorher gespeichert in Geoscape. Wir könnten also auf jeden Fall nochmal neu laden. Um den Trupp nochmal anders auszurüsten. Wir haben keinen Scharfschütze. Das heißt, wir können geschlossen losgehen. Gehen wir erstmal langsam vor. Ja, jetzt wünschte ich mir einen Scharfschützen. Das kann ja was werden, Leute. Holla die Waldweh. Wird erledigt. Aber gut, jetzt haben wir uns dafür entschieden. Jetzt müssen wir mit der Entscheidung erstmal leben. Na, ich wusste nicht, wie die Mission aufgebaut ist. Ich hätte jetzt vermutet, das wäre so eine Basismission. Weil das ja so eine spezielle Mission ist. Naja, wir werden ja klug mit dem Spiel, ne? Ist ja auch für mich das erste Mal, dass ich XCOM 2 spiele. Die ehemaligen dünnen Männer teilen Giftschaden aus. Was hast du dann, Jimmy, Munition? Es gibt, diese düsteren Sachen, da gibt es einmal, dass die Aliens oder die Soldaten Giftmunition laden. Und da konnte ich, habe ich abgewehrt. Das meinte ich damit. Ansonsten, ich glaube nur Medikits, ne? Helfen gegen Giftschaden. Oder halt die Drohnen hier. Oh, wir warten erstmal. Der macht seine eigene Basis kaputt. Was ist das für ein Geräusch? Oh mein Gott. Hier ist irgendwas Fettes. Das kann ja was werden. Erstmal so nah rangekommen wie möglich. Das kann ja was werden, ohne Sniper hier. Irgendwas Neues, das kenne ich noch nicht. Ist irgendetwas Neues, was hier rumstampft. Okay. Bestätigt. Rücke aus.
hier durchspringen? Scheint so, ne? Ja, hier kann man durchspringen. Ich will nämlich zunächst dahin gehen. Gehen wir erstmal hier hin. Kennen dann Feind. Das wartet in der Nähe. Ist also nur ein Mech, den wir gehört haben. Ist nur ein Mech. Versuchen wir den hier auf jeden Fall zu überrumpeln, wenn er wieder herkommt. Dass wir den überrumpeln. Scanne-Gebiet. Ist ja natürlich völlig falsch hier. Mist auch hierher. Zumindest haben wir jetzt schon Plasmawaffen. Oh, oh. Aber gut, wir haben schon Schwierigeres gelöst. Genau, er kommt wieder her. So, ich würde sagen, jetzt können wir. Hier ist nur ein Problem. Ich sehe mich nur sicher von hier unten. Und von der Seite sehe ich mich flankiert von denen da. Das sollten wir vermeiden, uns hier zu positionieren. Okay, wir starten hier den Mist. Ich würde sagen, Rash, kannst du zweimal schießen. Zerfetzen und Megakracher. Ja, ich find's unnötig, gegen zwei Ziele jetzt eine Granate einzusetzen. Wir werden versuchen, den hier die Rüstung zu entfernen. Wie kann man da daneben schießen? Ja. Wie kann man da daneben schießen? Ja, Snowman, du hast aber ganz... Du warst bewusstlos eben gerade. Und guten Morgen, Snowman. Wie konnte man hier daneben schießen, verdammt? Na gut. Wie schlimm finden wir den Sektoiden gerade? Eigentlich gar nicht schlimm, ne? So. Haben wir einen Grenadier mit oder zwei? Ich glaube, wir hatten nur einen. Alle anderen waren verletzt, ja. Gut, Plasma. Wie viel Schaden macht Plasma hier? Victor. 7 bis 9. 7 bis 9. 63% nur. Wenn ich hier hinspringe, müsste er flankiert sein. Nehmen wir erstmal hier die ganzen anderen Leute. Ich kann eh nicht hier hinrennen, weil ich sonst mich flankieren lasse. Ja, der muss auf jeden Fall sterben. Machen wir das am dümmsten. Warum hat der verfehlt? Das kotzt mich gerade so an, dass Crash verfehlt hat. Er war im Verborgenen, er steht genau vor ihm, völlig flankiert und wir schießen mit irgendwas über, ich glaube, 70-80% daneben. Ja, wir haben Plasma mittlerweile. Haben wir gerade eben erst bekommen. So, Kollege. Schwerthieb 10 bis 12. Das einzige Problem, was ich da sehe, warum will er das von hier machen? Machen wir das anders. Du rennst jetzt hier hin. Ja, hier. Oder hier. Endlich. Und dann tötest du ihn. Und weh, du springst ihn nochmal hinter. Genau, so machst du das. Dann sitzt du da in der Ecke. Und heult. So, den haben wir. Wir können uns auch bewegen. Im Notfall. So, wie schaut es jetzt hier aus? Er ist fest. Er hat daneben geschossen. Hexor. Wie viel Schaden machst du an dem hier? Wir haben auch gerade keine andere Möglichkeit, irgendwie die Rüstung loszuwerden. Die Rüstung werden wir nicht los hier. 5 bis 7. Gehen wir hier hin. Wir machen ihn zwar aufdecken, aber es ist nicht schlimm.
Ja, ich weiß. Hätte ich das gewusst, wie die Karte hier aufgebaut ist, dann hätte ich auch einen Sniper mitgenommen. Ich dachte, das wäre eine ziemlich, eine Indoor-Mission. Ich hatte vermutet, das wäre eine Indoor-Mission. Drücken wir alles rein, was wir haben. So, der nächste. Wie viel haben wir noch? Ja. Run and Gun. Stell uns hier neben ihm. Er muss sterben, der darf nicht leben. Gott sei Dank. Jetzt haben wir nur noch den Müll hier. Übernahmeprotokoll. Wäre eine Möglichkeit. Können wir das Ding betäuben? Können wir es in der nächsten Runde eliminieren? Ja. In der Not. Versuchen wir es erstmal kaputt zu schießen. Ich glaube, ich kann mich eh nicht positionieren. Hier will ich nicht stehen. Stellen wir uns hier hin. Sehen wir ihn? Wir sehen ihn noch nicht mal. Na gut, dann versuchen wir es. Wir betäuben das Scheißding. Prozent. Okay, betäubt. Aber wir haben gerade wirklich ein sehr, sehr suboptionales Team hier. Für die Missionsart. Die kommen schon angerannt. Sollte auf jeden Fall in Deckung gehen, wenn wir den abknallen. Bevor die anderen kommen. So, hier haben wir schon mal die drei. Ich würde hier noch einen positionieren wollen. Würde ich sagen, rückt mal alle einen weiter. So, und der sollte ja kein Problem sein hier. Siehst du zuerst, Victor. Weil ich will unsere Leute in Deckung wissen. Ich will sie jetzt hier nicht auf dem Feld stehen lassen, wenn jetzt einer angerannt kommt. Hi, Bier Freddy. Hallo zusammen. Wie sehr behindern denn diese Rundenlimits das Spiel? Hat nämlich keine Lust auf Selbstmordkommando. Also wir hatten schon Missionen, die waren wirklich sehr, sehr knapp bemessen mit der Zeit. Allerdings ist ja schon Mod-Unterstützung vom ersten Tag da. Ich bin mir sicher, dass die Leute vom Long War Mod das Spiel noch ordentlich verbessern werden. Hier bin ich zum Beispiel froh, wir haben hier gerade kein Rundenlimit. Ja, also es ist eine richtig entspannte Mission hier. Wir haben hier alle Zeit der Welt und deswegen ist die Mission noch nicht sehr schwer, sondern diese hier ist anscheinend nur schwer. Naja, sind ja voll die krassen Waffen, aber es sind momentan ja auch voll die krassen Gegner mit viel Lebensenergie, ne? So, das war's. Die Frage, kommen die her oder nicht? Dann gehst du doch hierher. Nein. Wir spielen auf Veteran. Nicht auf normal.
Wie noch Veteran das Spiel. Und wir speichern aber nur einmal pro Mission. Am Anfang. Jetzt komme ich. Ja, wir haben die vorhin hier rumspazieren sehen. Ist die Frage, kommen die nun oder kommen die nicht? Haben wir denn irgendeinen Ranger, der sich verbergen kann? Im Nachhinein. Ja. Gut, dann kann sie auskundschaften. So, gehen wir mal auskundschaften. Was erwartet uns hier? Aber wie mir gerade würde ich ein sehr, sehr suboptimales Team für die Mission. Ja, aber ich will die Granaten nicht verschwenden an einen Feind. Hat doch gepasst gerade, hat doch gepasst. War alles in Ordnung. Nehmen wir lieber die volle Rüstung hier. Volle Cover. Das aus hier. Kommen wir hier hoch? Nehmen wir. Dosa, ich grüße dich. Nein. Mit Full Cover ist hier selten. Müssen wir also mit Halb Cover leben hier. Ich sehe aber nicht, wo ich hinpacken soll. Mein hier. So, jetzt geht's los. Da gehen sie spazieren. Haben nichts mitgekriegt, ja? Die haben nichts mitbekommen. Ja, das Problem ist, sie haben nur einen Gunner. Elf Schaden. Nochmal 11 Schaden. Alter Leute, das war grad Oberhammer. Reflexschüsse, ja? Okay, 3 Rüstungen. Unser Gunner muss da treffen. Hat er überhaupt Sicht? Ich glaube nicht. Keine Sicht mit dem Gunner. Jetzt wäre so toll. Hier vorne oder da oben im Turm, das wäre super. Aber nein, wir haben ihn nicht mitgenommen. So. Er ist noch unsichtbar. Gucken, was noch auf uns wartet. Gut, wir können also weit vorgehen, ohne dass was auf uns wartet. Das ist gut. Wir gehen weiter vor. Okay, warte mal, ich hab was vergessen. Okay. Overwatch hat nicht gezogen. Wir sehen ihn noch gar nicht von hier. Muss man bedenken, nur Ranger können sich dem annähern. Alle anderen, da wird ein Reflexschuss ausgelöst. Ja, ich sehe keine tollen Möglichkeiten. Ich will nicht in der Halbcover stehen. Der hat auch einen Raketenwerfer. Das heißt, wenn meine Leute zusammenstehen, ja, dann gewinnt er. Ja, das ist assi. Er muss auf jeden Fall vor, er muss ihn schreddern. Oder wir warten, bis er kommt. Das wäre auch eine coole Maßnahme. Wir warten einfach, bis er kommt. Das ist die beste Idee hier. Wir warten, bis er kommt. Wenn wir jetzt hier hingehen, kann er uns flankieren? Nein, kann er nicht. Warten wir, bis er kommt. Wir haben leider keinen Sniper dabei. Das erste Mal übrigens, dass wir keinen Sniper dabei haben. Das ist gut, wenn er trifft. Shit.
Das nenne ich. Der ist schön zu uns gerannt. Hat er richtig gut gemacht. Hat er richtig gut gemacht. So, wir müssen über die Brücke. Da bin ich ja mal gespannt. Bestimmt sind hier 1000 Türme, ich schwör's euch. 1000 Türme und kein Scharfschütze. Das will ich sehen, wie das ausgeht. Gut, der ist ja verborgen. Da kann man hier abchecken gehen. Da soll man abchecken. Bestätigt. Wir wissen über eine Riesenbrücke. Guck mal, was hier abgeht. So, und wir rücken langsam vor. Dann laden wir erstmal durch die Waffen. Scheint ja alles clear zu sein. Ja, der kann Scharfschütze, ey. Ja, die Plasmagewehre, ja. Ich hab's auch jetzt zum ersten Mal im Einsatz, ja. Ich muss sagen, die machen gut Schaden. So, leider haben wir noch keine Sniper als Plasmagewehr. Ich habe erst gedacht, die Plasmalanze wäre eine, aber das scheint die Nahkampfwaffe zu sein. Könnte ein Mech sein, ja, wenn wir da hören. So, wir gehen mal näher. Eine Videosequenz. Holla die Waldbär, okay. Eine Viper, ein Archon. Damit haben die Aliens den Großteil der irdischen Kontinentaltruppen besiegt. Ein Sektopod. Genauso leicht durch Panzerung wie durch Infanterie. Leute, also und jetzt hier. Zählt mal bitte, wie viel Lebensenergie der hat. Vor allen Dingen die ganzen Striche sind unterschiedlich lang. Also ich kann nicht mehr erkennen, wie viel Lebensenergie das ist. Ist das ein Sektopod? Na okay, sieht ein bisschen merkwürdiger aus als ein Sektopod. Ich finde die Sektopoden fand ich schön in XCOM. Okay, wir wissen schon mal, hier wartet was Fettes auf uns. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hier regeln sollen, ohne einen Sniper. Aber ich sehe keine Türme, ja? Ich sehe keine Türme. Rüberschießen würde ich sagen, ist nicht. Wir müssen alle über die Brücke latschen. Wir müssen alle über die Brücke. Ah, vielleicht können wir das Vieh hacken. Ich glaube es zwar nicht, dass es funktioniert, aber ich glaube, vielleicht können wir den Sektopod oder was darum läuft hacken. Wenn ich schätzen muss, so 4 HP. Aber wenn ich schon schätzen muss, dann nehme ich mal 4 HP. Aber das ist ja mal ein Ding hier, ja? Alter Falter! Ja, da brauchen wir auf jeden Fall hier Crash. Ohne Crash wird das gar nichts. Ja, das sind leider die Rüstungen. Das wird für meinen Schaden, den ich an ihm verursache, immer abgezogen, die Rüstung. Will den noch nicht entdecken, aber ich glaube, aber erst ab hier entdecken wir alles. Das heißt, bis hierhin ist safe zu latschen. Wenn der laufen kann, lock den doch zu dir. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Tipp. Allerdings haben wir hier nicht gerade die besten Sachen, ja? Wir haben hier ein paar Bäume. Problem ist ja, wenn ich den. Wie soll ich den locken? Einmal auf ihn schießen? Einmal auf ihn schießen? Weil das ist eine ganze Runde für mich, wenn ich auf ihn schieße. Es ist eine Runde für mich. Wir könnten versuchen, ihn zu hacken. Also noch habe ich hier keinen Turm gesehen. Ich vermute aber, dass hier einer ist, weil hier auch keine Wand ist. Hier einer ist und da einer ist. Oder halt, es sind so eine Dinger hier, aber ich glaube, die sind unsichtbar. Also ich glaube, hier ist ein Turm und da ist ein Turm. Und da noch einer vielleicht und hier noch einer. Okay, das sind Aufgänge. Man weiß es nicht. Und die habe ich auch noch vergessen hier. Na, wir bleiben hier. Ja, das kann hart werden. So, sollten wir sie zu uns schicken? Hier hätten wir volle Rüstung. Volle. Und hier nicht. Hier hätten wir auch, wenn wir hier hinspringen könnten. Sehen wir nachher. Wir warten erstmal eine Runde. So.
Er macht doch alles kaputt, ja, aber auch er. Alles klar. Ihr macht sein eigenes Gebäude kaputt, der Junge. Ja, eine Attrappe sollte man nur nutzen, wenn man Not sind. Wird nicht zum Locken eine Attrappe, Attrappe werfen. Das ist wirklich das, was wir nehmen sollten, wenn wir richtig gepickt sind. Ja, gehen wir hier hin. Ja, das wird hart, ohne Sniper. Also ich würde normalerweise einen Sniper hier positionieren und mit Truppsicht hier hingehen und den dann locken. Das würde ich tun. Ich würde mit ihm hier, hier vorgehen und würde mit Truppsicht den Kerl hier über die Brücke locken. Abwarten, bis er die Base selber demoliert hat. Ist auch eine gute Idee. Ja, ich glaube, den kann ich hier nicht gebrauchen. Wir brauchen hier vorne ganz schön krasse Feuerkraft. Hier, geh du mal hier hin. Hier haben wir auch nochmal volle Rüstung. Hm, nehmen wir mit. Volle Cover. So, und hier kriegen wir auch nochmal volle Cover hin. Shit, ich kann mich nicht hier hinstellen. Aber hier geht es. So, jetzt nur die Frage, wie mache ich das, dass sie zu mir kommen? Ohne Sniper. Wie schaffen wir es, dass wir das Riesenvieh hier, was selbst seine Basis kaputt macht, eher zu locken. Oder den da zumindest. Weil das ist auch eine Viper, die zieht uns. Er ist verborgen, das sollten wir eigentlich behalten. So, also bleiben wir mit dem hier. Ich würde sagen, wir nehmen jemanden, der Run and Gun hat. So, du wartest hier. Da ist er ja. Da ist er. Hat er die Lebensenergie, Leute. Da werden wir reindrücken. Mir entgeht nichts. Ja, irgendwer muss sich opfern. Irgendwer muss einen Schuss kassieren. Wer hält eine Menge aus hier? Roku kann hacken. Vielleicht können wir dieses Riesenvieh hacken. Amy, also Taube. Taube. Sie kann hacken. Kannst du auch hacken? Nee, sie kann... Roku heilt. Okay. Also, Taube, Einsatz ist das Ding da hacken. Und lahmlegen. Ich könnte mit einer Granate locken. Das ist eine super Idee. Eine Granate locken und dann zurückrennen. Schaffen wir auch ohne Sichtweite. So, wie weit können wir denn schießen? Hm. Okay, wir müssen also noch näher ran. Ich hab Angst, dass der uns sieht. Ich weiß nicht, ab wo. Wir bleiben mal ganz entspannt. So. Nehmen wir mal die Wege hier. Sehen wir ihn? Ja. 1, 2, 3, 4. Vielleicht 5 Felder vorwärts gehen. Suchen wir mal von hier. Hoffen wir sehen nichts. Sieht gut aus, wir sehen nichts. Okay, wenn ich den jetzt locke, dann muss der erstmal zu mir latschen. Ja, damit kriegen wir ihn gelockt. This is for you. Alright, er geht los. Er ist aktiv.
habe ein bisschen Angst, da ich nicht in Full Cover bin. Aber von hier glaube ich nicht, da hätten wir die entdeckt. Können wir ihn ablenken? Also jetzt müssen wir ihn auf jeden Fall ablenken. Ja, Kollege, hier. Wäre cool, wenn du auf den hier ballerst. Unseren Pappenheimer. Ah, ne, ich will die andere Gruppe nicht wecken. Hier, schieß auf den hier. So, können wir ihn vielleicht schon hacken? Testen wir das mal. Ach, jetzt habe ich gerade die genommen. Müssen wir in der nächsten Runde testen. In der nächsten Runde. Scanne-Gebiet. Können ja schon mal ruhig schon mal ein paar Schüsse nehmen. Our target, minimal damage. Die ihn sehen, können ruhig ballern. Mal schauen, ob wir den hinkriegen, Leute. So. Volle Deckung, wir bleiben in voller Deckung. Können aber die Waffe nachladen. Hallo, ich will ihn sehen. Geh dahin. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ja, der geht down, Leute. Mit der Panzerung. Da müssen wir nichts mehr hacken. Wie oft schießt er denn? Zweimal auf dasselbe Ziel? Oder nur einmal? Wunderbar, wir sind dran. Ich glaube, das ist unser größtes Problem hier. Das sollten wir jetzt in dieser Runde eliminiert bekommen. So, zuerst ballerst bitte du, Crash. Denn er entfernt Rüstungen. Zuverlässig. Mit 87%. Hippie-Armor. So, wir haben hier gerade volle Rüstung von oben. Das heißt also, wir bleiben auf jeden Fall hier stehen. Wir finishen ihn. Jane Kelly. Das finden wir gut. Ich habe nur ein bisschen Angst, das jetzt zu looten. Wir sollten nicht so gierig sein. Ja, Problem ist nur, wenn jetzt von oben kommen hier, die Kollegen. Wir wissen, wir starten die irgendwie hier, wenn wir hier sitzen. Dann starten wir die. Wir sollten trotzdem langsam vorwärts gehen. Ja, ohne Scharfschütze, ja. Also wir spielen doch gerade das erste Mal ohne Scharfschütze, weil ich vermutet hatte, dass dieser Einsatz hier vielleicht eine Innenmission ist. Falsch gedacht, ja. Ja, die war wirklich einfach. Aber man muss schon ein bisschen tricky überlegen, ja, wie man das macht jetzt mit einer... Ich glaube, hätte ich die Dings nicht gehabt, wie heißt es? Das Hologramm. Ich glaube, das wäre nicht so einfach gewesen. Ohne Hologramm glaube ich nicht. Dann bleibst du da. Wir gehen gemeinsam rüber. Du hier. Dann bleibst du hier. Wir gehen geschlossen gemeinsam rüber mit Overwatch. Okay. Jetzt geht der Spaß los. Letztes Mal, als er mitgeschrieben hat, sammelt doch mal die Beute ein. Mal fast den Einsatz verloren. Weil wir nämlich eine neue Gruppe damit aufgedeckt hatten. Also ich werde einen Scheiß tun, jetzt hier hinrennen. Wen sehe ich als gefährlich an? Ich würde sagen die Viper. Da die unser Team entzweit. Der andere Typ, na gut, dann bewegen wir uns halt ein kurzes Stück, ja. Ich würde sagen, der ist am gefährlichsten.
So, lieber Crash. Er ist leer geschossen. Start mal nach. So, ich würde sagen, wir haben eine optimale Distanz. Ja. Wie die das machen, ja? Dass sie genau... Warte mal. Oh! Wenn wir genau auf den Baum schießen. Was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? Schieß. Nummer 6. Mausklick wollte er nicht. Optimale Distanz. Wir haben ja geskillt, dass es critten kann, ja, aber na gut. Hauptsache die... Hauptsache, die sind nicht in einer Deckung. Okay. Du zuerst, mein Freund. Hey, lass die Bäume stehen. Ja, der lootet schon richtig, ja. Aber ich bin nicht gierig. Ich bin nicht gierig. Ich hab Angst, das jetzt zu verlieren. Wenn ich jetzt hier hinrenne und ich decke eine Gruppe auf, dann würde ich mich so nah speisen. Ja. Wenn wir Run and Gun nehmen, können wir hinter einem Baum uns verstecken und schießen. Das ist besser. Die Schlange kann dann ranziehen. Die rennt dich von der Gruppe. So, der Arken. So, hier. Das läuft. So, 4 Schaden. Kriegen wir noch irgendwie 4 Schaden zusammen? Ich würde sagen, ja. Haben wir noch vorne irgendwelche Leute? Ja, jetzt könnte ich Victor nehmen. Ich würde sagen, wir machen einen sicheren Kill mit Victor. Und danach holen wir die Beute. Ist doch ein Deal, oder nicht? Victor, sicherer Kill. Sicherer Kill mit 64%. Ich würde sagen, nicht sagen, dass es gerade sicher ist. Eine Splittergranate. 3 bis 4, ist auch nicht sicher. Aber na gut, wir haben hier genug Leute, ne? Hier, komm, Victor. Ja, jetzt holen wir schnell auf mit unseren Leuten. Aber ich glaube, hier sind 2 Viper. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder 2 Viper. So, wen haben wir denn noch? Oh, wir können sie noch bewegen, seht ihr? Jetzt können wir noch einsammeln. Hier, aber hier unten lang. Genug gewartet. Ne, nur Müll. Der heißt tatsächlich Sektorpot. Warum habe ich jetzt Frachtdienst? Not a problem. One Overwatch. Nehmen wir einen krassen britischen Akzent hier. What's over there? So. Wir chillen eine Runde. So, machen wir weiter. Victor. Ja, er müsste meine seine Waffe nachladen. Wir parken ihn mal kurz hier und laden nach. Wir rücken erstmal langsam nach. Nachgeladen. Aber auch Müll bringt Kohle. Ja, wenn man es verkaufen möchte. Aber ich glaube, wir rüsten ihn mal aus. Nee, nee. Die Mission wurde auch als schwer deklariert, ne? Wir haben auch schon Missionen gehabt. Oder die meisten Missionen, die wir hatten, waren alle sehr schwer. Liegt aber daran, dass wir hier in der Story hinterherhängen. Wir sind momentan im Fortschritt weiter, als die Story eigentlich ist. Weil ich habe lange, lange das Schattenlabor nicht gebaut. So, wir gehen jetzt langsam geschlossen vor. Bin mal gespannt, was hier noch lebt. So, gehen wir mal vorwärts. Langsam. Oder am besten hier am Rand lang. Ja, glaube ich, das Beste, was ich machen kann, am Rand lang gehen. Und ab geht's.
Double time! Step it off! Moving out! Nee, gehen wir mal nicht hin. Bleiben hier. Ja, wir chillen, wir chillen. Wir haben es gleich geschafft. Wenn wir hier oben sind, haben wir Vorteile. So, jetzt sehen wir es ja. Gucken, was hier oben abgeht. Das ist schon mal sicher. Können wir also alle Leute nach oben bringen. Sporte los! Rolling out! Tired of waiting around. On my way. Let's do this. Die Frage ist, was ist da? Ich würde sagen, wir sprengen uns mal ein Loch hier rein, gucken dann von hier oben, was da drin ist. Zumindest sehe ich keine Türme. So, wir lassen mal hier unseren Crash vorgehen. Wenn er was sieht, kann er gleich ballern. Ist nichts. Alles clear. Heading out. Jetzt komme ich. If you say so. Let's move already. Absolutely. So, let's chill. Going on. Scanning. 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 What was that? Untersuche die Schmiede. Wir hören Geräusche. So. Wir sprengen uns hier ein Loch rein und gucken da mal rein. Wir haben Zeit, bin gespannt. Wir haben Zeit. Wir sind so weit gekommen, ohne große Verluste oder ohne verletzt zu werden. Und ohne Sniper. Überleg mal, ja, überleg mal, was wir jetzt für einen riesen Weg hinter uns haben. Leider kann man jetzt nicht mehr sehen, aber es war ein riesen Weg hier. Okay. Ab geht's, auf geht's. Ivan. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Hallöchen. Was haben wir hier? Bin enttäuscht. Krokodil, ich grüße dich. Schönen guten Morgen. So. Was haben wir jetzt für Vorteile hier? Wir können ballern, ballern, ballern. Der einzige, den wir kriegen. Bisschen blöd, dass wir hier keine richtige Deckung haben. Wir würden brennen, wenn wir da hingehen. Okay, wir wissen, was da ist. Wir haben sie geweckt. Wir könnten sie draußen erwarten. Ist das nicht was Schönes? Wir könnten sie draußen erwarten. Ich würde sagen, das ist viel cooler. Wir haben sie geweckt von hier. Und wir warten am Eingang auf sie. So. Okay, Leute. Und so kann man sich die richtige Scheiße reiten. Indem wir die Hintergruppe zuerst freischalten. Das war jetzt Müll. Ich dachte, das wären die einzigen. Ja, wir haben genug Leute. Würde ich sagen, einer hier hin. Oder besser hier hin. Wenn wir davon ausgehen, dass der stirbt. Genug gewartet. Jetzt müssen wir hiermit umgehen. Macht jemand Striche?
Aber das Gute ist ja, dass wir hier so viele Leute in der Nähe haben. Auf jeden Fall würde ich ganz gerne den hier suppressen. Geht das? Ja, geht. Schon mal draufballern. Oder wir werfen mal eine Granate, damit die Rüstung weggeht. So, der nächste bitte. Der da muss noch weg. Prozent ist in Ordnung. Wir haben eine Sechsergruppe. Uff. Wir haben hier eine Sechsergruppe. Ich würde sagen, lenken die ruhig mal ab. Das ist die letzte. Letzten Gegner hier. Sollte man nichts riskieren. Hallo. Wie lange streamst du schon? Muss mal eingeben. Ja, genau. Da steht's. Fertig. Gucken wir, ob wir überleben. Mann, 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 Leute hier. Ja, da bin ich ja froh, dass wir den aufgestellt haben. Der hätte böse Aua gemacht. Der hätte böse Aua gemacht. Dieses Hologramm alle hassen, ja? Geht gar nicht. Ja, wir spielen die deutsche Version. Ich habe nur eingestellt, dass die Nationalsprachen sprechen von den Ländern, wo sie herkommen. Aber wir spielen die deutsche Version. Wenn ich richtig liege, haben wir hier aber keine Joker mehr. Ich blende mich kurz aus, ich bin immer noch da. So, wie gehen wir jetzt mit dem Scheiß hier um? Und warum haben wir hier oben... Ach ja, der hat die Granate geworfen. Okay, verstehe. Wie überleben wir das hier? So, können wir hier irgendwas knacken? Nee. Übernahme geht nicht. Wieso geht Übernahme nicht? Ach so, weil er noch nicht mechanisch ist. Wir müssen ihn erst einmal abknallen. Okay. Ja, er ist am wichtigsten. Er muss jetzt hier irgendwie hinkriegen, die Rüstung von ihm zu entfernen. Gucken, ob es klappt. Nur das Schild entfernen. Aber nicht die Schilde. Tja. Da er geflankt ist, ballern wir auch weiter auf ihn. Der muss down gehen. Er macht so einen Schaden.
Das ist immer 10, mindestens 10 Schaden. Und weiter auf den. Danach könnte man ihn übernehmen. Sehr gut. So, und jetzt hackt man das Scheißvieh. Ja, ich weiß nicht, was der macht. Ich habe ihn nie zu was kommen lassen, aber hier haben wir gerade zu viele Feinde, um die einfach alle zu missachten. Die hackten das Scheißvieh. Nicht, dass er Säure spuckt oder so. Ja, wir können das Ding sogar kontrollieren, aber die Chance ist nur bei 37%. Versuchen wir lieber das Ding zu betäuben. 73%. Oh nein, gefailt. Oh oh, Leute. Ah. Jetzt haben wir das Vieh gebufft. So, was machen wir jetzt? Ja, ich habe Angst, wozu das Vieh fähig ist. Erledigt. 5% Proc-Chance. Hat geprockt. Okay, das ist nicht schlecht gewesen. Texor. Wir könnten nicht von hier aus nochmal schießen. Eine Granate würde uns hier richtig ficken, ja. Die ganze Cover würde kaputt gehen hier. So, 54, 38. Ich würde sagen, das ist alles Kacke. Alles Mumpitz. Ich hoffe nicht, dass wir die Granate werfen. Ansonsten sind wir hier richtig Eine Granate und die ficken uns richtig. Na, was ist los? Siehst du? Sehr gut. Ich bin froh, dass wir uns hier für den Overwatch entschieden haben. Da haben wir noch 3 Gegner. Markiert. Bitte keine Granate. Müssen sogar aufpassen, wie die uns die Deckung wegschießen. Läuft. Okay, wir sind dran. Sauber. Tja, ich würde sagen, ihr habt verloren, meine Kollegen hier. So, können wir den hier flankieren? Warte mal, erstmal sollten wir checken. Hat hier irgendwer... War hier noch einer? Bin mir nicht sicher. Aber ich sehe jetzt hier keinen Feldposten. Den können wir flankieren, ganz easy peasy. Aber er ist desorientiert, oder? Was hat er denn hier? Strafen. Ach so, okay. Aber bin ich zufrieden. Strafen ist okay. Durch die Markierung. So, flankiert. Du bist flankiert, Kollege. 10 bis 12. Der hat eine Menge Rüstung, der Kerl. Alter, was? Ja, das ist wirklich Mist. Jetzt steht er da mit Licht im Haar. So. Hier können wir nicht hin. Kommst du hier hin? Auch nicht. Kommt hier irgendwer dahin? Das Fenster kann man nicht springen. Ja, ich würde sagen, der hilft eine Granate. Haben wir eine? Haben wir. Hier, nimm mir mal die Cover weg hier. Wird das auch viel, viel einfacher. Aber nicht unsere Cover. Das gefällt ihnen. So, da der keine Cover mehr hat. Elite-Schildträger. Eine Menge Gegner hier. Hier sind eine Menge Gegner gewesen. So. Hier haben wir keine Cover. Halbe Cover.
Ich würde sagen, wir bleiben hier. Wir ballern höchstens noch. 48%. Er ist weit weg für eine Granate. Dann habe ich eine bessere Idee. Ah, hier ist noch einer. Den habe ich ganz missachtet. Den sehen wir sogar. Ja. Ich würde auch ganz gerne mal den Flammenwerfer testen. Könnte ihn töten, ne? Aber nur könnte. 4 bis 7. Oder 72%, 6 bis 8. Der hat 7 Leben. Egal, wir haben genug Versuche. Oder wir nehmen es mal ihn anders. Wir nehmen ihn anders. So, Plasmagewehr. 81%, komm. Den hat's aus den Latschen geholt. So, jetzt können wir den anderen unterdrücken. Da kann der gar nichts mehr machen. So, jetzt können wir vorrücken. Ja, schick mal einen dahin. Kuckuck. Inder. Das war ein Fehler. Niemals bewegen. Hinter einer Hardcover, ja? Aber gut, aber wir waren markiert. Aber dennoch, hinter einer Hardcover getroffen werden, ist natürlich immer scheiße. Ich würde sagen... Warte mal, William Kelly. X-Drake hat schon einen... Hat schon Level Up. Hexor könnt ihr ihn eliminieren. Hier, komm. Hexor. Du kannst es. Genau, ist eine Drohne. Richtig cool. Gestreift. Aber er brennt. Jane Kelly könnte auch einen Level Up gebrauchen. Da kommen 88%. Ganz chillig. Haben wir es jetzt? So, wir sollten... Geht sogar noch weiter. Wir sollen den Prototyp stehlen. Und dann noch evakuieren. Alter Schwede hier. Okay, alle sind am Leben. Ist irgendwer verletzt? Ja, hier. Crash. Aber den kümmert das nicht. Der hat auch ein Dings. Ein Level Up. Beziehungsweise eine Beförderung. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz... Ganz sachte hin. Sprinten wollte ich eigentlich nicht. Heading out. Tired of waiting around. Moving to Overwatch. Overwatch. Ui, was ist denn da kaputt gegangen? So, wer hat die Ehre? Oh ja, Texo ist auch ganz hart getroffen hier. Double time. Öffnen. Machen wir das so. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Das sieht aus wie Vorsicht. Noch ein Commander. Um jeden Preis unversehrt bleiben. Manus 1-5. Erlangung des Pakets bestätigt. Zur Evakuierungszone vorrücken. Noch mehr Gegner. Noch mehr Gegner, Leute. Kann aber nicht wahr sein.
Okay. Gibt's hier einen Weg raus? Ja, hier. Danach da. Läuft. Aber ich glaube, wenn wir noch Gegner kommen, sollten wir uns ganz in Ruhe heilen. Haben wir jetzt noch... Ne, nur Verstärkungen an sich. Vor denen habe ich eigentlich gar keine Angst. Jetzt haben wir noch an Heilung. Hier haben wir noch was. Okay. Ja, die Leiche müssen wir... Also diese Körper müssen wir mitnehmen. Ja. Dexor gibt alles. Ularita, ich grüße dich. Auch einen schönen guten Morgen an dich. Aber das war wirklich eine längere Mission. Da habe ich mir auch gedacht, dass sie länger ist. Aber ich hatte gedacht, es wäre eine Indoor-Mission. Deswegen habe ich keinen Sniper mitgenommen. Das war mein einziger Fehler hier in der Mission. Ich hatte keinen Sniper mit. Ja, bevor wir jetzt hier irgendwas machen, heilen wir erstmal hier. Wir wissen, wo wir hin müssen. Wir haben keine Rundenbegrenzung. Immer eine Menge wert. Bin mal gespannt, was da runterkommt. Wahrscheinlich eh nur ein paar Elite-Soldaten. Sollen sie kommen? Wir sind bereit. Für jede Verstärkung, die die schicken. Nimm ein Taxi. Guck mal da, ein Taxi. Genau, das ist für uns. So, Kollege hier. Ja. Yep. Das haben wir. Oder sind immer noch am Spielen. Und wir finden einfach kein Ende, muss man sagen. Ne, XCOM ist eines meiner Lieblingsspiele. Wir warten am Fenster. So. Den würde ich gerne hier haben. Weil er nach zwei Richtungen gucken kann. Los geht's! Wir haben sie gerade ganz kurz gesehen. Ansonsten kennen wir die Musik nicht. Running. Let's move already. Okay, jetzt können wir quasi ihn hier wie so ein VIP... Ja, wie so ein VIP verstecken. Wir haben eine volle Cover da. Das war schlau von ihm. Sehr gut gemacht. Es müssten ein paar Action-Schüsse geben. Action-Schüsse geben hier. Sehr schön gemacht. Genauso hätte ich es auch gemacht. Mit vollem Krach reingerannt. Oh, ein Schildsoldat. Ah, die sind nervig, die Typen, ey. Ja, ist wie so ein Paladin. Gottes Schild, Ruhestein. So, wir sind markiert. Der markiert ist, der wird hundertprozentig hinter einer Wand getroffen. Aber hier auf keinen Fall. Wir tauschen ihn einfach aus. Wir tauschen ihn einfach aus. So. Medikit hat er nicht.
tauschen ihn einfach mal aus. Hier sehen wir gar nichts, dann gehen wir hier hin. Ja, wir bleiben hier in Sicherheit. Prozent. 25%. Wir haben zu wenig Munition zum Unterdrücken. Würde ich sagen, wir laden erstmal nach. So, da würde ich mich sagen, wir drücken hier den, der oben steht. Der hat bessere Chancen zu treffen. Wir müssen aber gleich rausstürmen. Wir können hier nicht Ewigkeiten verweilen. Die warten auf uns da draußen. Oder auch nicht. Zu Tachan. Hat er da noch nicht gereicht für deinen Namen? Wir haben noch keinen weiteren bekommen, aber du bist als nächstes dran, ne? Mit deinem Namen. Weißt du Bescheid. Haben wir eine Granate oder irgendwas hier? Weil wir können leider nicht rausspringen. Wenn wir nicht drauf stehen, gevierteilt zu werden. Ja, die wollen hier unbedingt Victor erwischen. Wir könnten uns hier raussprengen. Das wäre auch eine Maßnahme. Das wäre eine Maßnahme. Wir könnten uns raussprengen. Versuchen wir erstmal, was wir können. So, 60%. Ist auch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, wir versuchen den da oben im Schacht zu halten, auf dem ballern wir. Ja, du bleibst da. Komm, was wolle, du bleibst auch da. Wir haben noch einen Schuss, 40%. Ja. Ja, also Munition haben wir unendlich. Wir müssen halt immer nur wieder nachladen. Das eine Fenster ist schon kaputt. Welches denn? Stimmt. Die haben die Laserstrahlen weggeschossen. Können wir hier rausspringen? Wir können trotzdem nicht rausspringen. Die haben die Laserstrahlen getroffen. 33% ist hier wirklich viel, ne? Egal, was soll's. Manchmal findet doch ein blindes Huhn ein Korn. Ja, wir warten. Und unterdrücken können wir nicht. Wir laden nochmal nach. Vielleicht klappt es ja doch. Ich muss mal die ganzen Perks mal merken. Das ist momentan mein größter Schwachpunkt, dass ich nicht die Perks weiß. Wann ich nachladen darf und wann nicht. So. Wir unterdrücken weiter den da oben. Speichert das Spiel zwischendurch automatisch? Ja, tut es. Habe ich aber ausgeschaltet. Ich möchte selber speichern. Und ich speichere mir nur an zwei Punkten. Einmal, wenn man an Geoscape skinnt und am Anfang einer Mission. Okay, wir warten. Okay, jetzt hat er wieder ein anderes markiert. Das wird hier langsam langweilig. So. 88. Wenn wir ihn treffen, ist ein Feuerschutz weg. Sehr gut.
So, schaffst du es auch? Aber mit Run and Gun soll man es auch hinbekommen. Run and Gun, wir gehen hier hin. Sollte eine Flanke werden. ...71%. Boah, 11! Die Schuhe stehen noch. Also mittlerweile wäre hier auch die Wand kaputt gegangen, also wir mussten los. Wir laden nochmal nach. Und wir unterdrücken den da oben, weil der hat jetzt eine gute Schussbahn. Obwohl, ne, der hat sich gut hingestellt. Der hat sich genau in Full Cover gestellt. Sehr gut. So, jetzt können wir auch noch mehrere Leute rausholen. Let's do this. Können wir demnächst da hochgehen. Langsam können wir daher schleichen. Wäre aber schade, wenn das Spiel mal abstürzt. Also haben wir jetzt so zum Glück noch nicht gehabt. Gut, wir sind ready. Was macht der Kollege? Wir wissen es nicht. Schild entfernt. Hier geht alles kaputt mit der Zeit. Okay. Ich würde sagen, es ist Schnitzelzeit. Man kann während der Mission speichern. Aber für mich, ich speichere nur am Anfang einer Mission. Und im Geoscape einmal. Ich weiß nicht, man kann das Spiel auch im Ironman-Modus spielen. Das würde bedeuten, dass man gar nicht speichern kann. Das Spiel speichert selbst für einen, wenn man das Spiel verlässt. Aber auch, glaube ich, nicht während einer Mission. Das wäre Iron Man. Wenn du dann aber, sag ich mal, mehrere Tote hast, du kannst nicht neu laden, du kannst nur das Spiel neu beginnen. Damals gab es noch die Option, du kannst die Mission neu starten. Diese gibt es aber nicht mehr, diesen Punkt. Wir spielen also nicht Iron Man, wir spielen Honor Man. Ehrenmann. Oder Honest Man. Was haben wir denn für Chancen? 37. Ich würde sagen, wir laden wieder nach und unterdrücken den. Kann leider keine zweite Person zum Schnitzeln hochschicken. Aber der hat schon gut kassiert gerade. Wir unterdrücken den weiterhin. Ja, wir werden ihn in der nächsten Runde töten. Andersrum, wir können es versuchen. Habe ich jetzt aber nicht bedacht, dass wir nicht nachgeladen haben. Okay, dann eliminieren wir mit der Drohne. Oder? Nee, 4 Schaden nur. Nee, der hat nur einen Lebenspunkt danach. Oh. Er hatte 3 Rüstungen und 2 Leben. Er ist trotzdem gestorben. Warum auch nicht? Ja, würde ich sagen, wir kriechen mal langsam hier aus unserem Versteck raus. Wir sind ja gleich da. Ja, und wenn wir gehen, dann nur gemeinsam. Wir werden hier keine zuerst losschicken.
Unglaublich, ja? Da haben die gewartet, bis der Letzte stirbt. Gut, wir hauen hier ab. Bin gleich da. Let's move already. Wir haben genug Gegner getötet. Ich glaube, das war, glaube ich, das Maximum, was man hier töten kann. Ja, na gut, das Paket kann weg. Wir können eh nicht schießen. Menace 1-5, Status bestätigt. Zielpaket ist gesichert. I'm on it. Come get some. On it. I'm getting caught! Ist Feuer gerannt. Können wir ihnen irgendwie helfen? Nee, wir könnten ihn höchstens evakuieren. Ich würde sagen, das packen wir auch. Hier, komm, du brennst, hau ab. Bevor er noch verletzter wird als vorher. Oder bevor sie noch mehr verwundet. Ja, aber er kommt nicht weg hier. Wir müssen warten eine Runde. Hauptsache, die gehen nicht gleich in den Feldposten. Boah, jetzt hauen die hier nochmal Max hin. Mit Sicherheit geht er von der einen in den Feldposten. Okay, einer ist im Feldposten. Wir müssen ihn nur einmal treffen. Danach ist der Feldposten weg. Ah, das liegt klein. Der Dicke ist das Problem. So. Wir müssen ihn einmal anschießen. Anders wird das nichts. Ansonsten werden wir jetzt erschossen. Oder? Nee, wir haben Glück. Jemand mit Schattenschritt ist außerhalb des Kreises. Wir können die einfach so abbauen. Haben wir alle drin? Ganz kurz noch. Letzte Kontrolle hier. Alle sind drin. Let's go. I'm going. Evac confirmed. Ich bin weg. Ein besserer Mensch. Errungenschaft freigeschaltet. Wir haben, was wir holen wollten. Raus aus dem Gebiet. Alter Schwede, ja? Und das wurde nur als schwer deklariert. Und wir hatten schon sehr schwere, die doch ein bisschen leichter waren. Aber es geht voran, Leute. Auf Veteran. Ja, es geht voran. Nee, war sehr schön. Aber ich werde mal nach dem Stream heute mal ein Highlight hochladen. Wir hatten in der Nacht einen Run, eine Mission. Die war episch. Das war so, da war so viel Spannung drin. Habe ich noch in keinem XCOM-Spiel erlebt. Wir haben eine Mission gehabt. Ich werde nach dem Stream dieses Highlight noch fertig machen. Das ist richtig oberhammergeil, die Mission. Ja, Mann. Ja, Mann. Ne, das Spiel finde ich auch Hammer. Also es hat auf jeden Fall die 90er Wertungen im Test auf jeden Fall verdient, das Spiel. Ja, das war eine mit einem VIP, ja. Wir hatten... Oder? Nee. Nee, es ging darum, was zu hacken. Also die Quest, also die Mission, die ich meine, da sollten wir einen Laptop hacken. Und wir hatten so harte Gegner und die haben auch zum ersten Mal gesehen. Da kamen zum ersten Mal diese komischen Typen da, diese Mutons in ihren Panzeranzügen, die auch Gift spucken. Die waren wirklich heftig. So, hier, Crash, endlich. Wir brauchen unbedingt einen guten Gunner. Mit seinem Another Day Exoskelett. Ja, schwere Geschütze ist hammerhart. Schwere Geschütze nehmen wir mit. Und auch X-Ray. Captain. Unerbittlich. Ja, ich finde unerbittlich besser als Klingensturm. Weil wir nach dem Kill noch rennen können.
Also wenn wir jemanden mit einem Messer töten oder mit einem Schwert töten, können wir uns danach noch bewegen. Das finde ich besser als Klingensturm, weil man hat die Chance, sich zu verpissen. Nur zwei Leute verwundet, ja? Noch nicht mal schwer verwundet, das ist gut. Läuft. Er nimmt mich kurz aus. Bin immer noch da. Selbst wenn ich all meine Bemühungen einzig und allein auf diese Forschung konzentriere, wird es einiges an Zeit und Ressourcen kosten, dieses Exemplar vollständig zu analysieren. Der Inhalt dieses schwer bewachten Stasisanzugs aus der Adventschmiede bleibt weiter ein Rätsel. Das sollte man mal forschen hier. Wer ist da drin? Geborgener Adventstasisanzug. War doch nicht nur ein Anzug, es war doch ein Mensch da drin. Im Inneren des Stasisanzugs der Adventschmiede haben wir einen unbekannten humanoiden Organismus entdeckt. Eine neue Art Adventsoldat, ein bisher unbekanntes Alien. Im Anbetracht der extremen Sicherheitsvorkehrungen, die zum Schutz dieses Objekts getroffen wurden, ist es sicher von hoher Bedeutung für die Aliens, wenngleich eine genaue Analyse vonnöten sein wird, um seinen letztlichen Zweck zu ermitteln. Ihre Erkenntnisse bei der Schmiede sind beunruhigend, Commander. Wenn die Aliens ihre Advent-Truppen in Massen sammeln oder produzieren, wird es für uns viel schwieriger, sie zu besiegen. Untersuchen Sie das mit Ihrem Team weiter. Neues Ziel hinzugefügt. Untersuche den Advent-Stasis-Anzug. Im Schattenprojekt, aber da müssen wir unsere aktuelle Forschung stilllegen.